Der Glaube der Götter. Nun waren 3 weitere Aufgaben erfüllt und es für die Götter daher mal wieder Zeit, Bilanz zu ziehen. Das Gelage war schon vor mehr als einem Tag zu Ende gewesen, was auch an sich sehr sinnvoll war, denn in der Regel schließt sich nach einem Tag Gelage ein verpflichtender Tag der Erholung an, der vor allem bei Vieltrinkern überaus nötig war, um den morgendlichen Kater, der sich über den gesamten Tag hinzog, zu überwinden. Im Götterzirkel herrschte so wieder etwas Ordnung, da es der Tag nach dem Tag der Erholung war. Erstaunlich, wie dein Junge auf so eine verwegene Lösung des Problems mit Melancholia kam. Mir wäre so etwas nie eingefallen. Wisperte Eoria hastig zu Gaira. Doch bevor diese antworten konnte, sprach Pisasus auf seine lässige und lockere Weise: Kein Wunder. Du bist ja eh immerhin sprichwörtlich durch den Wind. Besser als du mit deinen passiven Rauchsignalen. Konnte die Gottheit der Lüfte, woraufhin Pisasus an seinen, so wie er es nannte, klimmenden Hanfstab der Magie zog und mit breiten, übertriebenen und vor allem sehr genussvoll ausschauenden Grinsen den Rauch in die Luft blies und lässig entgegnete: Chill out, alles ist voll easy. Boah, das Zeug haut vielleicht rein. Endlich kam Gaira zu Wort, die mit zaghaften Lächeln dankend sprach: Danke, Aeroria, für das Lob. Doch noch stehen 4 Aufgaben bevor, die es zu meistern gilt. Und dein Sohn ist auf dem Weg nach Aquilantis. Er betritt so mein Reich. Ich bin gespannt zu sehen, wie er sich mit dieser Aufgabe schlägt. Immerhin kann Luna ihm nicht folgen. So ist er auf sich allein gestellt. Gab Poseidon zwar warnend, dennoch sorgsam zu bedenken, weshalb er von Gaira ein bedächtiges Nicken erntete. Nun, ich muss gestehen, dass dein Sohn wahrhaft talentiert ist. Doch ich sehe auch enormes Potenzial in meinem. Herak Marcus hat in der kurzen Zeit seiner Reise viel gelernt und wird wohl auch die anderen Aufgaben bewältigen können. Sprach Orbitos. Und? Hast du ihm das schon einmal gesagt? Fragte die fröhliche Helia nach, und obwohl sie doch immer sehr nett wirkte, konnte man doch etwas Vorwurfsvolles in ihrer Stimme nicht überhören. Orbitos traute sich nicht zu antworten. Seine Gefühle waren seine Schwachstelle. Oder wie der Poet so schön sagt, ein jeder kommt aus seiner Haut nicht heraus. Doch nun konnte auch Maris sich nicht zurückhalten und lobte seinen Sohn. Aber mein Ominöseus wird euch alle in die Tasche stecken. Habt ihr das gesehen, wie clever er dabei vorging, als er bei Höllis einbrach? Nicht nur die geforderte Telefonis, sondern auch Verzerus hat er gleich mitgenommen. Ein wahrhaft guter Kandidat, mein Sohn. Ein arroganter Angeber und ein Dieb noch dazu, kommentierte Höllis, der mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl schmollte. Ach, was soll's? Es gibt doch genug Frauen auf Earu. Warum muss es da gerade Telefonis sein? Fragte Maris. Hätte mich die Frau mit der Waage in der Hand da drüben nicht aufgehalten, dann wäre das nicht passiert. Du hattest kein Recht, dich einzumischen. Versuchte Höllis, sich zu rechtfertigen. Du hast dich zuerst eingemischt. Du kannst froh sein, dass wir dich nicht disqualifiziert haben. Verteidigte sich Juira. Ach, aber der Sonnenschein da drüben, der darf alles, oder? Warum darf er sich einmischen, ich aber nicht? Hakte Höllis nach. Helia, die sich sogleich angesprochen fühlte, erwiderte mitfühlend: Höllis, ich weiß, du kannst mich nicht besonders leiden, aber ich ertrage es nicht, dich so traurig zu sehen. Dir scheint Telefonis sehr zu fehlen. Nun, vielleicht ist das kein Trost, aber wenn du sie nicht gezwungen hättest, bei dir zu bleiben, wäre sie vielleicht geblieben. Damit Zuneigung entstehen und wachsen kann, muss man einfach jemanden finden, der einen so mag, wie man ist. Verstellt man sich, nur um jemanden zu gefallen, weil man weiß, was dieser Person gefällt, dann wird sie sich in eine Illusion verlieben. Das mag anfänglich schön sein, doch wie es eine Illusion so an sich hat, so zerplatzt sie wie eine Seifenblase, wenn es zu einer tiefen Berührung kommt, und den Schmerz und die Enttäuschung, die man damit hervorruft, ist so groß, dass alles auf einmal verloren scheint. Höllis schlug zornig mit seiner Faust auf den Tisch und sprach dann: Lasst mich einfach in Ruhe.
Ich will allein sein. Er machte eine fahrige Handbewegung und verschwand in einer schwarzen Wolke, die ihn in sein Höhlenreich beförderte. Kann es sein, dass unter seiner harten Schale ein weicher Kern schlummert? Fragte Poseibo und erntete ein kollektives Achselzucken. Hylles indessen saß auf seinem Thron und blickte über den weiten Abgrund mit den aufsteigenden Säureblasen. Über dies alles herrschte er. Leere Weite und Breite. Und all die Bewohner seines Reiches waren eher Sklaven als Freunde oder Gefährten. Auch wenn es dem Gott der Unterwelt schwer fiel, es zuzugeben, so spürte er doch tief in seinem Innern die Leere, die er nun überblickte und sein Reich nannte. Dem Telefonis so sehr fehlte, seufzte er leidvoll und niedergeschlagen auf und betrauerte sich selbst, indem er sprach: Ohne sie ist alles so leer, so bedeutungslos. Was ist das für eine Magie, welche Materie mit Schönheit und Glanz füllt, egal wie düster und bedrohlich sie wirkt? Er schaute sich um und schwebte über den See, um so in die dunkle Halle zu gelangen. Dort angekommen genügte seine pure, göttliche und damit magische Aura, um die Lichter in der Halle grün aufflammen zu lassen und so den langen Säulensaal zu erhellen. Langsam schlich er zwischen den Korridoren auf und ab und sprach dann betrübt: Endlos erscheinende, lange Gänge der Monotonie. Wieso mochte ich sie früher? Warum erwachte Freude in mir, wenn ich die Palaststufen hinaufschritt und diese Halle betrat? Langsam lief er zum anderen Ende des Raums und erreichte die Treppe, auf welche er sich niedersetzte und den Lavafluss betrachtete, in dem gequälte Seelen verzweifelt versuchten aufzutauchen. Nach einem erneuten Seufzen und einem Blick nach hinten über seine Schultern, versenkte er den Kopf in seine verschränkten Arme, die auf seinen Knien ruhten, und beantwortete leise und betrübt seine zuvor gestellte Frage: Ich weiß, was mir Freude bereitete und mich von dem Leid der Welt ablenkte. Sobald ich die Stufen hinter mir gelassen hatte, konnte ich bereits meinen kleinen Verzererus hören, und ich wusste genau, dass es nur noch ein paar Sekunden dauern würde, ehe ich meine geliebte Telefonis wiedersehen würde. Er machte eine kurze Pause, um sich zwei Tränen in den Augen wegzuwischen, ehe er energisch sprach: Vielleicht hat die Sonnenanbeterin doch recht. Liebe kann niemals auf Zwang wachsen. Auf einmal spürte er eine wärmende Hand auf seiner Schulter und hörte eine weiße Stimme sprechen: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Erschrocken darüber, dass sich jemand sein Reich traute, ihn nicht nur anzusprechen, sondern auch völlig anstandslos zu berühren, sprang Hylles regelrecht auf und drehte sich im Sprung noch um. Es war Panfaulus. Zumindest war es ein materieller Schem, der ihm glich. Man konnte ihn jedoch nur als einen solchen erkennen, weil seine Erscheinung nicht vollkommen fest war, sondern vielmehr einer dichten, in einer transparenten Hülle gezwängten Flüssigkeit glich, da es sich bei jeder Bewegung immer erst aus einem Wackeln stabilisieren musste. Du hier, verschwinde, Geißbock. Ich habe gerade wirklich nicht die richtige Laune für deine Spielchen. Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm. Sprach Hylles zornig, doch die vorangegangene Trauer war noch als kleiner Schlurzer in der Stimme zu hören. Hylles, ich bin nicht dein Feind. Tatsächlich bin ich gekommen, um dir zu helfen. Denn deine Einsicht ist edel und soll belohnt werden. Ich habe gesagt, verschwinde! Brüllte der Gott rasend und öffnete dabei schnell seine Hand, in der eine Mischung aus Zauberstab und Lanze erschien. Die Waffe bestand aus einem langen, hellbraunen Stock, um den sich dunkle Ranken wandten und am Ende in eine gläserne, pyramidenförmige Spitze endeten, in der sich eine grüne Essenz zu bewegen schien. Völlig ungerührt von der offenkundigen Drohung sprach der Schem weiter: Dein Zorn und deine Bitterkeit sind die Mittel, die dich selbst zu Fall bringen. Glaubst du nicht auch, dass Telefonis weit mehr deine Nähe genossen hätte, wenn du sie nicht dazu gezwungen hättest? Nun, ich glaube daran, dass alles und jeder unter gewissen Bedingungen sowohl gut als auch schlecht sein kann. Und wenn ich den Herrn der Unterwelt, die Inkarnation von Angst und Schrecken, der Bewohner Earus, weinend auf der Treppe seines Palastes sehe, wenn ich sehe, wie wenig ihm sein ganzes Reich im Vergleich zu einer einzigen Sterblichen bedeutet, derer er trauert, dann können die Philosophen und großen Denker nur geirrt haben, wenn sie den Göttern
nur jene Eigenschaften zuschreiben, welche die Menschen ihnen mit ihrem Glauben zukommen lassen und dabei eine eigene Mentalität der Götter für unmöglich halten. Hölles Mund war geöffnet vor Staunen, sowohl wegen der offenkundigen Dreistigkeit der Behauptungen, als auch wegen der respektlosen Ignoranz gegenüber der Drohung. Du frecher Ziegenbock, dir werde ich Manieren beibringen, rief der Gott aus und hieb mit dem Stab zu, der durch den Schirm hindurchglitt. Es folgten zwei weitere Schläge, welche durch den Schirm hindurchglitten. Als Hölles verwundert bemerkte, dass er mit konventionellen Attacken nichts auszurichten vermochte, formte er eilig eine Kugel dunkler Magie in seiner Hand, die er dem Faun auf die Brust schleuderte. Doch wie durch Zauberei verpuffte sie kurz vorher und das Mana wurde wieder als Essenz frei, die sich schnell im Raum verteilte. Nun überkam Hölles ein Gefühl, welches ihm völlig unbekannt war. Angst. Und es gefiel ihm nicht. Wie gelähmt starrte er mit furchtvollen, hilflosen Blick den Schem an, der jedoch ganz gelassen und ruhig zurückschaute und entgegnete: Wenn es dir hilft, dann tobe dich ruhiger mir aus. Alles ist für dich erst einmal gut, wenn es nur befreiend wirkt. Telephones muss dir wahrlich viel bedeuten. Daraufhin ließ die Gottheit ihren Stab fallen, sank mit vor Trauer und Leid geplagtem Gesicht vor dem Schem auf die Knie und gab weinend zu: Ja, sie fehlt mir so. Meine Existenz ist ohne sie so nutzlos. Was nützt es, ein Gott zu sein, wenn man seine Göttlichkeit nicht nutzen kann? Was nützt es einem, wenn so viele Unbedeutende an einen glauben und damit Macht verleihen, wenn nicht die eine, deren Glauben und Zuneigung man am meisten braucht, eine nicht einmal ansehen möchte? Was nützt die ganze Macht, wenn man sie nicht einsetzen kann, um das zu bekommen, was man will? Der Schem ging ebenfalls auf die Knie, damit er etwa in Augenhöhe war, legte tröstend seine Hand auf die Schulter des Gottes und sprach versöhnlich: Liebe ist eine der wenigen Sachen, die von Geld und Macht unberührt bleiben. Sie existiert nicht mit ihnen, sondern parallel zu diesen, wie zwei Welten, die miteinander verschmolzen sind, aber dennoch nicht interagieren können. Glaube an sie. Glaube an die Liebe, Hölles, und ich kann dir den Weg zu dem Herzen von Telephones zeigen. Aber ihn beschreiten und ebnen, das musst du allein. Denn tief ist die Wunde, die du in ihr Herz gerissen hast. Doch unmöglich ist nichts. So sage mir, bist du dazu bereit? Langsam hob Hölles seinen Kopf, schaute den treuen Augen des Fauns entgegen und sprach: Ja, aber was bist du? Der Schema hob sich lächelnd und half mit einer Hand der Gottheit beim Aufstehen, um dann zu antworten: Pan Faulus, der Sohn der Gaira. Auch andernorts drehte sich alles um Telephones. Da Minusos schnell mit den Aufgaben fortfahren wollte, hatte er beschlossen, sie in die Obhut der Thronainer zu geben. In der Zeit, wo der Sohn des Mares in der Unterwelt war, hatten die Reparaturarbeiten einen guten Fortschritt genommen. Zwar sah die gesamte Stadt noch verwüstet aus, da die Gebäude kaum weitergebaut worden waren, aber dafür waren die Straßen und Plätze von den Überresten des Kriegs befreit, sodass ein jeder wieder ungehindert durch die Gassen der Stadt laufen konnte. So erreichte Ominusos schnell sein Ziel, das alte Seminar. Es war zwar noch nicht wieder komplett aufgebaut, jedoch war es auch nicht vollkommen zerstört. In ihm hausten wie eh und je gelehrte Köpfe und nach einem kurzen, höflichen Gespräch, gefolgt von der Drohung, dass er doch ein guter Freund des Königs wäre und dieser ihm noch einen Gefallen schulden würde, sodass es unratsam wäre, seinen Bitten kein Gehör zu schenken, erklärte sich einer der älteren Gelehrten bereit, die junge Frau bei sich aufzunehmen, da er im Krieg seine Familie verloren hatte und sich nach Geselligkeit sehnte, sodass er in Telephones eine Art Adoptivtochter entdeckte. Nun konnte sich Ominusos endlich wieder auf das für ihn Wesentliche konzentrieren, die Erfüllung der Aufgaben. Ein Blick auf die Liste verriet, dass nun nur noch 4 Aufgaben zur Wahl standen. Die Wirkung des Reichskelts aus den Tiefen von Aqualantis, den Abstecher nach Aphrodisia und die beiden Aufgaben auf den Olymp. Da letzterer nach der Absprache mit seinen Freunden zuletzt zusammen bewältigt werden sollte und ihm schleierhaft war, wie er den Reichskelt bergen sollte, verblieb nur noch die Aufgabe von Aphrolibida, die sich als trügerisch einfach erwies. Was konnte denn schon so schwer daran sein, einen Tag auf einer Insel voller Frauen zu verbleiben und dann wieder von ihr zu entfliehen? Immerhin waren die meisten Frauen kämpferisch unbegabt.
Doch Ominösos hatte zu geringe Erfahrung mit den Waffen der Frauen, die schärfer als jede Klinge seien und deren Bande stärker als jede Fessel binden können. Doch wusste er auch von den Seegarn, welche die Matrosen bei ihren Reisen spannen, die über die Gefahren und die Angst vor der Insel, die auch Insel ohne Wiederkehr genannt wurde, berichteten, weshalb es wohl schwer sein würde, ein Schiff zu finden, welches ihn auf die Insel bringen würde. Schlimmer noch, wie sollte er von der Insel wieder herunterkommen, ohne ein Schiff, welches ihn wieder mitnehmen würde? All diese Gedanken schossen dem energischen Helden durch den Kopf, als er seine Rückreise zu dem Friedhof antrat, wo bereits Verzerus auf ihn wartete. Wie es sich für eine Katze gebührte, hatte er sich in eine schattige Ecke gelegt und dort sich zusammengekuschelt, was bei einer Katze in dieser Größe und mit solch erhabenen Äußeren einen deutlichen Kontrast zu der aktuellen Niedlichkeit darstellte. Gesellte sich dann noch das Wissen hinzu, um was für ein Wesen es sich hierbei einst handelte, erschien die friedvolle, schlummernde Gestalt fast wie eine Farce. Ominösos setzte sich zu seinen Gefährten und streichelte ihm über die lange Mähne, wodurch der schlummernde Riese geweckt wurde und verschlafen sprach: Oh, ihr seid zurück, Herr. Hab ich Hilfe von dir in Sicherheit bringen können? Ja, sie ist wohl auf an einem sicheren Ort. An diesem würde nicht einmal ich sie suchen, wenn ich es denn wollte. Aber es gibt ein anderes Problem, berichtete der Kriegsheld. Und welches, Herr? Fragte Verzerus ehrerbietig. Ominösos klatschte mit seinen Händen hilflos auf die Oberschenkel und sprach: Unsere Reise zieht sich nun nach Aphrodisia fort. Dort werde ich wohl weder einen Seemann finden, der mich zu dieser Insel bringt, und noch weniger werde ich einen Verrückten finden, der mich gar dorthin begleitet oder anderweitig auf meine Rückreise von der Insel warten wird. Verzerus streckte sich genüsslich und machte dann einen Katzenbuckel, ehe er sich aufrecht vor Ominösos hinsetzte und verwundert erwiderte: Warum kann ich euch nicht hinbringen, Herr? Die Insel ist bestimmt einige Seestunden von hier entfernt und Katzen, auch Großkatzen, sind nicht gerade für ihre Schwimmkünste berühmt, erwiderte Ominösos fast witzelnd. Und Kriegshelden sind nicht für Großherzigkeit bekannt. Dennoch habt ihr euer gutes Herz bereits bewiesen. Was ich damit sagen möchte ist, Bezeichnungen sind jeglichen Namen, die in Eigenschaften zugeschrieben wurden. Sie sind keine Naturkristanten oder dergleichen, sondern sie sind menschlich und damit fehlbar. Erläuterte die Großkatze weise. Du willst mir also damit zu verstehen geben, dass nur weil du wie eine Katze erscheinst, du noch lange nicht katzenhaft bist? Erkundigte sich Ominösos etwas zweifelnd. Genau. Erwiderte Verzerus, ehe Ominösos höhnisch erwiderte: So wie ich dein Verhalten betrachte, steckt in dir ziemlich viel, Katze. Und wenn ich die Menschen betrachte, so sehe ich auch nur selten Menschlichkeit in ihrem Sinne. Ich kann euch über das Wasser bringen, wenn ihr es nur wollt. Ominösos schaute mit zweifelhaft zugespitztem Mund und verschlagenem Blick seinen Begleiter an und sprach dann locker mit einem lässigen Achselzucken und hoher Stimme: Okay, warum nicht? Das erspart nervige Suchaktionen nach einem verrückten Kapitän. Mit diesen Worten begab er sich mit Verzerus zu der nahegelegenen Küste, um, auf diesen sitzend, mit ihm die Seereise zu Aphrodisia zu wagen. Verzerus machte sein Versprechen alle Ehre. Nicht nur die Geschwindigkeit der eigentlich nur langsam paddelnden Katze war erstaunlich hoch, sondern auch der Wellengang war auf dem Rücken nicht zu spüren. Sah man davon ab, dass das Tierchen nur ein Einsitzer war und wohl kaum noch Gepäck hätte transportieren können, wäre es eine vielseitig bessere Alternative zu den klassischen Schiffen gewesen. Daher dauerte es auch gerade einmal eine Stunde, bis der Held die Gestade des bereits vom weiten, paradiesisch anmutenden Eilands erreichte. Als Verzerus samt Reiter den Bilderbuchstrand mit seinem weißen, weichen Sand und den tropischen Palmen betrat, bat er seinen Herrn abzusitzen, damit er sich die Nässe aus dem Fell abschütteln konnte. Während sich Verzerus so weit wie möglich trocken schüttelte, spähte Ominösos über die Insel, an deren langen Sandstrand sich zur Inselmitte hin ein dichter, regenwaldartiger Dschungel anschloss. So viel Schönheit ist trügerisch, sprach der Kriegsheld und zückte sein Schwert. Verzerus, bist du bereit? Erkundigte sich Ominösos bei seinem tierischen Begleiter, welcher wohlwollend nickte und sich an seine Seite begab, ehe sie gemeinsam den Dschungel betraten. Das dichte Gestrüpp konnte der Held mit seinem scharfen Schwert gut zurückstutzen,
Dennoch machte die üppige Vegetation das Vorankommen schwer. Doch nach einer guten halben Stunde, welche etwa einem Luftweg von gerade einem Kilometer entsprach, lichtete sich der Dschungel und bot den Anblick einer überaus großen Lichtung, die jedoch wie eine Oase wirkte, da nicht nur ein kleiner, zentraler Weiher, sondern auch einige kleine Bäche in Sicht kamen. Geduckt krauchte Ominösos zu dem Rand der Lichtung und beobachtete diese. Auf ihr sah er Dutzende von jungen Schönheiten, welche die paradiesischen Zustände der Insel halbnackt genossen. Einige sonnten ihren schlanken, nur mit Bikini bedeckten Körper am See, andere schienen Fang zu spielen, während wieder andere einige appetitlich aussehende Tropenfrüchte zubereiteten und ab und an etwas davon naschten. Alles in allem erschien Ominösos die Situation nur wenig bedrohlich. Dennoch wachte er noch aufmerksam eine Stunde über das Geschehen, um sich sicher zu sein. Als er glaubte, dass die Stunde um war, stand sein Entschluss fest. Die Insel ist nur voller Frauenzimmer und damit ungefährlich, weshalb er sein Schwert wegsteckte und aus seinem Versteck vortrat. Als die Frauen ihn bemerkten, flüsterten sie sich mit frechen Kichern einige Bemerkungen über sein attraktives Erscheinungsbild zu, ehe sie aufstanden und ihn aufgeregt entgegeneilten. Als sie ihn erreichten, hakten sich die Schönheiten, die alle in rosa Bikinis waren, welche unter einem halbtransparenten Abendkleid verborgen waren, sogleich bei ihm ein und stellten ihn mit ihren sanften, süßlichen Stimmchen viele Fragen, wie: Wie heißt denn du? Oder: Was machst du denn hier? Während einige der anderen Frauen kommentierten: Oh, ihr habt aber schöne, große Muskeln. Oder: Euer volles Haar gefällt mir. Kurz gesagt, sie überhäuften ihn mit lieblichen Worten, während sie ihn zu einem, auf der Wiese ausgebreiteten, großen Tuch brachten, das reich mit frischen Früchten gedeckt war. Als Cerberus sie sah, trat er hervor und rief: Herr, ist alles in Ordnung? Zuerst erschraken die Frauen über die große Gestalt der Raubkatze und versteckten sich hinter Ominösos, welche jedoch zu den Frauen sanft sprach: Habt keine Angst, das ist mein treuer Begleiter Cerberus. Er wird euch nichts antun. So beruhigt eilten sogleich einige der Frauen zu dem Tiger und kraulten ihn, wobei eine sprach: Cerberus? Oh, was für ein schlimmer Name. Wir nennen dich Morle, ja? Morle? Erkundige sich Cerberus erbost über diesen, in seinen Augen, abwertenden Namen, der höchstens einer kleinen Schmusekatze, die kaum die Bezeichnung Katze verdiente, gegeben werden sollte. Doch ehe er seinem Zorn Ausdruck verleihen konnte, spürte er, wie ihm die drei Frauen, die sich zu ihm gesellt hatten, ihn hinter den Ohren, an der Kehle und am Bauch kraulten, was ihm so sehr gefiel, dass er seinen Zorn sofort vergaß und sich langsam auf die Seite legte, sodass sie ihn besser streicheln konnten, was er unbewusst mit anhaltenden Schnurren belohnte. Ominösos, der dies sah, musste daraufhin lachen. Wurde doch sein so gefährlicher Tiger in den Händen der Frauen sofort zu einer ungefährlichen, lieblichen Schmusekatze. Doch was er nicht bemerkte war, dass ihm das gleiche Schicksal zuteil wurde, als ihn die Frauen zu verwöhnen begann. Einige streichelten seine muskelbepackten Arme, während eine andere ihn sanft den Nackenbereich massierte. Eine vierte reichte ihm die leckeren Früchte, die sie ihm fast in den Mund schob. Nach einigen Stücken lehnte er dann aber mit einem höflichen Grinsen ab und sprach verblümt zu den Frauen: Ihr seid so nett zu mir, das kenne ich von Frauen gar nicht. Darf ich euch etwas fragen? Jene, die ihm Früchte gereicht hatte, legte den Obstkorb beiseite und antwortete verführerisch: Ja. Während sie sich, mit ihrem Kopf auf seinen Schoß befindlich, auf den Rücken legte und eine Strähne ihres langen Haares zwischen zwei Finger nahm und diese darum wickelte und hinzufügte: Wir alle werden gerne alles für euch tun, was ihr begehrt. Wirklich alles. Ominösos schluckte zaghaft ob dieses verführerischen Angebotes und atmete erst einmal kräftig durch, ehe er errötet sprach: Da möchte man glatt etwas anderes fragen. Dennoch muss ich zuerst eine andere Frage stellen. Mir ist aufgetragen, diese Insel zu besuchen. Ist diese Aufgabe damit erfüllt? Ach, immer diese vielen Aufgaben, die Helden wie ihr erledigen müsst. Ich finde, dass ihr euch auch einmal eine Belohnung verdient habt. Erwiderte die Schönheit, die begann, über seine Bauchmuskeln zu streichen, während die anderen Frauen hinter ihm süßlich kicherten. Ja, aber was ist mit meiner Frage?
Ist die Aufgabe erfüllt, die mir die Götter aufgetragen haben? Beharrte er, woraufhin ihm die drei Frauen, die sich nicht direkt vor ihm befanden, nach hinten zum Boden drückten, während die vierte, mit der er die Konversation hielt, sich auf seine Hüfte setzte und sich mit ihrem Gesicht so nah wie möglich dem Sein näherte, ohne es zu berühren. Wobei sie zu dem erschrocken dreinblickenden Helden sprach: Wen scheren die Götter? Sie sind weit weg. Doch wir sind hier, ganz nah. Sag mir die Aufgaben, die ich zu erfüllen habe, noch mein Held. Ehe sie ihn tief küsste. Nach dem Kuss lehnte sie sich wieder zurück und schaute Ominösus beschämt an und sprach: Wie könnt ihr nur so verführerisch sein? Ich, junges Ding, habe noch nie einen Mann gesehen und nun habe ich euch geküsst. Ihr müsst bei mir bleiben, bitte. Ich brauche euch. Ominösus wollte zuerst Nein antworten, doch diverse Ohrtriebe und sein Gewissen hielten ihn davon ab. Vor allem, als auch die anderen Frauen ähnliche Liebesbekundungen ausstießen und ihn mit Zärtlichkeit regelrecht überhäuften, konnte er nicht mehr widerstehen und wollte mit den Frauen Zeit verbringen. Die Aufgaben stellte er hinten an und beschloss, sie später anzugehen. Er sah dies als eine Art verdiente Auszeit an. Doch umso länger er bei den Frauen war, desto schneller vergaß er seine, durch die Götter aufgebürdeten, Pflichten und gab sich den Amüsement hin. Die Tage verbrachte er, indem er den Frauen seine abenteuerlichen Geschichten erzählte und mit ihnen schmuste, während sie ihn mit Obst und auch etwas Fleisch versorgten und ihn dabei mit allen erdenklichen Zärtlichkeiten überhäuften, wobei ihr Versprechen, alles für ihn zu tun, nicht gebrochen wurde. Besonders liebte es Ominösus, am Strand bei Dämmerung mit seinen vielen Frauen die Sonnenuntergänge zu genießen und am Firmament nach den ersten Sternen zu spähen. So verging eine Woche, die Ominösus wie eine Ewigkeit vorkam. Die lieblichen Reize der Afrolibida-Jüngerin betörten ihn und sie glaubten, den Held vollkommen bezirzt zu haben. Darüber sahen sie den Funken des Mares, der in ihm glühte und der dem Helden zu immer mehr Abenteuern animierte, sodass er nach einer Woche die Sehnsucht nach Aufregung verspürte und er sich mehr und mehr nach seinem vergangenen Leben voller Gefahren und Abenteuern sehnte. Dieses Gefühl ward nach einer Woche so stark, dass Ominösus selbst den zärtlichsten Berührungen und Verführungen widerstand, einfach weil er sie so nicht mehr genießen konnte. Es war kein Leben in seinem Sinne. Es war schön, dass die Frauen ihm alle Wünsche erfüllten, doch der fehlende Abenteueraspekt, den sie ihnen bieten konnten, verhärtete sein Herz für die Verführungen, was die Frauen auch immer mehr bemerkten, da er nun oft ablehnend für solche war und immer mehr von der Sehnsucht nach Abenteuern schwärmte, bis sie ihn nicht mehr vom Gene abhalten konnten und er sich mit Verzerus auf den Rückweg machte und der Insel der lieblichen Verführung den Rücken kehrte und sich Richtung Olymp aufmachte, die letzten Aufgaben anzugehen.